Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me and I'll give mine to you. Bask in the glory. Guten Morgen, es ist 4 Uhr morgens, beziehungsweise, willst du es mitnehmen? Ja, nimm's mit. So 2-3 Äpfel vielleicht noch. Man kann nicht genug Essen dabei haben. Wir haben noch voll viele Süßigkeiten auch noch dabei, aber ja, muss aber da rein. Wir haben jetzt gerade unsere ganzen Sachen zusammengepackt, haben die Matratze aufgeräumt, haben halt alles so wieder aufgeräumt, wie es davor war. Kat macht jetzt noch ihre Haare. Voll traurig, dass wir gehen. Wir haben noch richtig viel Essen übrig. Wir haben noch Bagels, Avocado, Äpfel, Kellogg's, also so Lucky Charms. Da was haben wir noch? Granola, Walnüsse, also richtig viel übrig geblieben, ey. Und wir lassen das jetzt einfach mal hier, weil wir können es nicht mehr gebrauchen. Hier sollten wir die Tür auflassen, ne? Ja. Da ist nichts mehr. Wir haben halt. Wir haben Butter gekauft. Ja, wir haben Butter gekauft, Avocado, wir haben sogar Philadelphia und alles gekauft. Wir haben das gar nicht gebraucht. Aha. Ah, die Karotten kann ich mitnehmen. Ja. Ich mach noch die Äpfel einfach in den Kühlschrank. Okay. Bye-bye. Bye, Jacksonville. So, Leute, wir sind jetzt immer noch unterwegs nach Miami. Und ich habe jetzt 2 Stunden geschlafen. Wir haben vorhin einen kurzen Stopp an der Raststätte gemacht, damit Kat noch ein bisschen schlafen kann. Alter, dieses Licht. Jetzt wurde über nichts gesagt, ja? Dieser Moment, wenn. Wenn die alle jede 5 Minuten futzt. Du hast auch gefutzt. Können wir sie rausstellen, wie im Ausblick, gell? Ja, wir waren gerade in Melbourne, haben wir gar nicht erzählt. Ach stimmt, wir sind gerade in Australien. Wir sind im Outback. Wir fliegen bis jetzt gerade von Australien nach Miami und von Miami dann nach Deutschland. Genau. Wir haben 42F, 30F zu 0 Grad. Okay, schön. I know I'm not alone. We're back in Miami. Hello, Miami. Let the spring break begin. Also, will ich mal übernehmen. Wir sind back in Miami und wir können wieder mit T-Shirts rumlaufen. Es ist wieder über. Wie viel Grad haben wir jetzt? 15 Grad. In Jacksonville war es so kalt, Leute. Wir haben so gefroren. Obwohl es dort eigentlich nie kalt ist. Aber natürlich, wenn wir da sind. Heute ist unser letzter Tag hier in Miami. Und deswegen werden wir die Sonne genießen. Aber in Deutschland soll es auch ganz cool sein. Yeah! Wir haben jetzt fertig gegessen. Und laufen jetzt noch ein bisschen die Lincoln Road runter. Bevor es zum Flughafen geht. Ja, voll traurig, Mann. Zum Glück habe ich so eine fette Brille, weil ich habe so fette Augenringe. Hofbräu München. Wir sind jetzt gerade im Wynwood Art District. Gebt euch das jetzt mal, Leute. Ich weiß nicht, ob letztes Mal haben wir es, glaube ich, so ein bisschen gezeigt, aber hier. Alle Wände sind hier in der Gegend so. Alles voller Kunst. Model. Wir genießen jetzt noch unseren letzten Tag hier. Wir machen ein paar Fotos. Die letzten Fotos aus Miami. Wir sind jetzt am Flughafen und haben auch schon eingecheckt und alles und sind auch schon bei unserem Terminal. Wir laufen gerade zu unserem Gate. Und ey, voll anstrengend. Ich hasse diese Security-Kontrollen, wo man die Schuhe ausziehen muss. Das ist ja so anstrengend. Aber bei meinen Schuhen kann ich es nicht. Ja, genau, bei solchen Schuhen, ja.
Aber du musst es sogar ausziehen, als du Sandalen. Sandalen? Ja, mit Sandalen macht es gar keinen Sinn. So, wir sind jetzt schon im Finger. Wir waren eigentlich viel zu früh am Gate, haben da 3 Stunden verbracht. Ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben. Es ging irgendwie doch schnell rum. Ich habe die Uhr. Wir haben 1 Stunde Serien runtergeladen. Yay, wir haben Bildschirme. Man kann sogar sein Handy hier laden, also richtig fancy, schmenzi. Noch mehr Gold. Guck mal, du kannst auch einen Trend haben. Ich bin rausgekommen. Ja, voll krass, gell? Man kann hier sogar... Ja, voll geil. Boah, ich werde mir jetzt richtig viele Filme reinziehen. Ha, ich habe umsonst mich fertig gemacht und Netflix... Nein, ihr habt mich fertig gemacht. Ihr habt mich gemobbt dafür, dass ich es nicht runterladen konnte. Ja, ich habe nur gesagt, was willst du runter? Und dann sagst du, ich kann nicht runterladen. Nein, ihr habt mich fertig gemacht. Wir haben voll oft drüber geredet, so, das gucke ich mir an. Weil Kato und ich ein gemeinsames Interesse hatten. Okay. Da warst du halt aber nicht mit eingeschlossen. Ich glaube, ich trotzdem aber. Okay, Leute, ich werde ausgeschlossen. Mir ist eh schon aufgefallen, den ganzen Urlaub nenne ich jetzt ja, über. Ja, erzähl weiter. Haben sie mich schon die ganze Zeit ausgeschlossen? Okay, ich kann dazu was sagen. Anna hat gearbeitet 2 Tage lang, weswegen Kat und ich nicht wussten, was wir machen sollten, weil du uns alleine gelassen hast. Nee, guck mal, folgende Situation. Okay. Ich meine, das kommt schon. Wir sind schneller gelaufen. Ich hab das mit Absicht gemacht, wie ich da gelaufen sei. Ey, das war nur Anna am Handy. Wir sind, ich bin zuerst voll schnell vorgelaufen, weil ich irgendwas gucken wollte, keine Ahnung mehr. Und dann haben sie, angepisst darüber, dass ich schnell gelaufen bin. Deswegen sind sie dann voll schnell gelaufen, sodass ich nicht mitkommen kann. Die sind gerannt. Gerannt. Anna war einfach die ganze Zeit am Handy, weswegen sie 3 km/h weniger gelaufen sind. Nee, stimmt nicht. Lüge. Ah, warst du nicht die ganze Zeit am Handy? Das können wir bestimmt noch an deinen WhatsApp verläuft, wenn du das mal verfolgen. Nee, keine Ahnung, auf jeden Fall war es ein Spaß. Alter, so einfach kann man Sachen aufwirbeln. Mir hat es nämlich nichts ausgemacht. Glaubt ihr, das juckt mich, dass ihr mich ignoriert? Alter. Good morning, wir sind jetzt auf unserem 2. Flug nach Frankfurt. Wir sind jetzt in Lisboa gelandet und haben jetzt zwei Stunden am Flughafen gewartet. Ey, beim letzten Flug habe ich so richtig gut geschlafen, ey. Beziehungsweise, also ich konnte schon gut einschlafen, aber es war nicht so bequem, meine Position. Ich hasse es, wenn man so irgendwie nichts zum Anlehnen hat, wisst ihr, was ich meine? Und ich war die ganze Zeit so. Ich freue mich jetzt schon auf zu Hause. Mila und Nala wieder zu sehen. Ich meine, natürlich auch Juli. Und ich glaube, ich schneide jetzt mal Videos während des Fluges. Morgen geht es für uns nämlich wieder nach Berlin. Weil morgen gehen wir auf ein Liu Zhou Event. Darauf freuen wir uns auch schon richtig, weil es ist unser allererstes Mal auf dem Liu Zhou Event. Ich bin ja gespannt, weil ich fand deren Klamotten und deren Taschen voll cool. Und ja. Bitte. Anna hat sich auf den falschen Platz hingesetzt. 52. Wir sind jetzt in Frankfurt angekommen. Ja, wir laufen jetzt, also haben jetzt auch unser Gepäck schon abgeholt und laufen gleich zum Auto und verabschieden uns von Yannick. Und wie war es mit uns 2 Wochen? Dreimal. Unnötigen Streit. Nein, das war ja kein Streit. Das war, ich habe euch nur verarscht. Warte, ja. See you. Wir schreiben. Ja. Bye. Bye. Stay forever young. Living on my sofa, drinking on my...
Alter, die Pakete. Und hier auch ein Paket. Mila, Nala! Nala ist beleidigt, sieht man schon. Was? Ja, sie ist hier, sie schläft. Mama schläft. Hallo. So, wir sind jetzt essen. Und zwar sind wir bei einem Döner-Restaurant. Ich habe hier Lachmasch. Oder türkischen Restaurant, meine ich. Ich habe Lachmasch, ich weiß nicht, wie ich das aussprechen soll. Mit Stönerfleisch und so. Und was hast du, Katsch? Ich habe Käse neun oder sowas. Jufka mit Spinat und Käse drin. Was hast du? Adonat. Okay. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Yummy.